Viel Vergnügen bei Sportaid wünscht Zehnder Holz und Bau, Optimo Group, das Hosler Profi-Center und ein starkes Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur. Das ist Sportdate vom Februar. Grüezi miteinander und herzlich willkommen im Win 4 in Winterthur. Sportdate, das wisst ihr, ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute haben wir zwei grossartige, tolle Frauen bei uns. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin, Sportlerin des Jahres und hat in ihrer aktiven Zeit den Stellenwert in der Schweiz, wo heute Roger Federer hat. Herzlich willkommen, Denis Bielmann. Und unser anderer Gast trägt dazu bei, dass Sportlerinnen und Sportler ihre Höchstleistungen können abrufen können. Ihre Firma ist mit dem Most Trusted Brand Award, also als vertrauenswürdigste Vitaminmarke, ausgezeichnet worden. Und das mehr als 10 Jahre hintereinander. Wir begrüßen ganz herzlich die Geschäftsführerin von Burgerstein Vitamin, Tanja Zimmermann-Burgerstein. Ja, willkommen. Danke. Schön sind ihr da. Es freut mich sehr, zwei so tolle Frauen an meiner Seite zu haben. Tanja, Denis Bielmann, was für Erinnerungen hast du da an die Aktivzeiten von der Eislaufkönigin schlechthin? Also das wollte ich ja eigentlich noch googeln am Wochenende. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe aber nicht müssen. Ich habe mit meiner Großmutter fast nie Fernsehen geschaut. Aber wenn, immer Eiskunstlauf. Also das ist mir eigentlich sehr näher. Und ja, ich mag mich natürlich schon erinnern an das. Und bin viel Schlittschuhe, aber wirklich eben nur Schlittschuhe als Kind. Und ja, es ist eine grosse Bewunderung auch für den Sport, der so vielseitig ist, jetzt für mich als Aussenstehende mit Leistung. Und ja, und die ganze Tänzerische drin. Mega schön. Grossen Aufwand und hat eben wirklich schön zum Anschauen. Denis Burgerstein-Vitamine, ist das etwas, was du kennst, was du auch nimmst unter Umständen? Also ich kenne natürlich Burgerstein, wer kennt das nicht? Also ich habe auch schon aus Burgerstein Magnesium und so Sachen mir gepostet und man hat dann auch immer das Gefühl, das ist auch etwas, wirklich eine gute Marken, oder? Ja, wo gut tut, oder? Ja. Wo hilft. Du bist ja nach wie vor sehr aktiv auf dem Eis mit Jungen. Du leitest noch das Konditionstraining, du dehnst und für dich noch. Also du bist ständig in Bewegung. Wie handelt man das mit der Energie? Also man merkt natürlich schon, wenn man ein bisschen älter wird. Und es ist auch sehr anstrengend. Also es ist so, dass ich meistens zuerst für mich auf dem Eis trainiere, bevor ich dann am Nachmittag meine Schülerinnen unterrichten tue. Und das ist dann etwa so 3-4 Stunden. Und man ist immer in Bewegung, muss ständig korrigieren. Es ist körperlich anstrengend, aber auch geistig sehr. Und nach dem Eis ist dann einmal eine 4 Stunden Pause und dann geht Konditionstraining nach, wo ich auch unterrichte und gewisse Teile mitmache. Aber es tut mir dann einmal auch gut, weil wenn ich lang gestanden bin, fühle ich mich nachher besser. Aber ja, also man spürt es schon. Also ich fühle mich einmal schon am Abend richtig K.O. Also ich schlafe dann schon ein bisschen vor dem Fernsehen. Aber eben, du machst dann für dich ja auch noch, du dehnst noch, du kannst ja Billmann-Pirouette noch. Also du bringst das Bein noch auf, das ist unglaublich. Ja, also mit einem Arm, ich habe mal die Schulter ausgehängt und kann es noch mit einem Arm. Ja, man muss halt immer dranbleiben. Also man muss, Beweglichkeit verliert man eigentlich nur, wenn man es nicht mehr praktiziert quasi. Und wenn man immer das ein bisschen übt und dranbleibt, dann kann man die Beweglichkeit auch erhalten. Und auf dem Eis ist es natürlich das Gleiche auch. Tanja, du bist in dritter Generation, führst jetzt du das Familienunternehmen, das in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Du hast aber auch 2 Kinder grossgezogen, hast die Verantwortung für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie ist es da mit dem Handling vom Energiehaushalt?
Ja, also ich glaube, ich wäre viel müder, wenn ich das müsste machen, was Dennis macht. Ich glaube, man gewöhnt sich ja an seinen Tagesablauf und man wächst so ein bisschen da rein. Ich brauche Schlaf dann einfach. Wenn es richtig streng ist, dann brauche ich einfach relativ viel Schlaf. Und dann habe ich meinen Energiehaushalt eigentlich schon im Griff. Ich versuche dann auch regelmässig ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Das ist etwas, was mir extrem gut tut. Also wirklich sich Zeit nehmen oder zum Regenerieren, zum auch Sport treiben allenfalls, Hobbys haben. Jetzt, der mentale Stress ist ja auch noch da, oder bei dir? Du hast die Verantwortung für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pandemiezeiten, wie war denn das dort für dich? Wo du sagst, oh, jetzt geht es aber ab. Ja, also das ist für mich ist die Pandemiezeit eigentlich, wie soll ich sagen, eine ganz neue Situation gewesen. Also ich bin ja schon seit sehr lang bei Burgerstein Vitamine tätig und bin so ein bisschen natürlich auch in die Rolle von der Geschäftsführung hineingewachsen und dann das übernommen im 17. Und also das ist alles machbar, aber das ist natürlich, man ist dann der Captain von einem Schiff mit anständigen Windbedingungen, aber nicht von einem Orkan. Und das ist etwas Neues gewesen. Und dort ist mir eigentlich wirklich auch bewusst worden, dass ich jetzt wirklich Verantwortung habe für die Leute und dass wir schauen müssen, dass das läuft und nicht irgendwie ja, etwas zusammenbricht in der ganzen Wertschöpfungskette und so weiter. Und das war schon noch belastend gewesen. Also es ist nicht so, dass ich das sonst vergessen tue, aber es ist nicht ganz gleich präsent. Ja. Dennis, eben mit Druck umgehen, das hast du gelernt in deiner Zeit. Hilft dir das jetzt auch möglicherweise? Du hast die Verantwortung für das Leben, für eine Entwicklung von jungen Menschen. Hilft das? Ja, ich kann natürlich in diesem Bereich auch ein bisschen helfen. Also ich habe ja viel Mentaltraining gemacht, schon seit ich 15 war, also das Freebie-Alpha-Training. Und es ist ja wichtig, wenn man Sport macht, dass man auch den Geist trainiert, oder? Man geht jeden Tag gut trainieren, aber man muss ja dann genau in dem Moment können in 4 Minuten auf dem Einsatz zum Beispiel können die Leistung abrufen und dann muss man auch geistig vorbereitet sein. Und ich habe immer tägliche Trainings gemacht, um diesen Bereich abzudecken. Also einfach, dass ich voll da bin in dem Moment, wo es dann zählt. Und das kann ich natürlich auch so Sachen weitergeben. Also ich tue natürlich das nicht unterrichten, da müssen Sie schon zu einem Profi gehen. Aber auch mit viel Positivität tue ich unterrichten. Weil es ist ganz wichtig natürlich im Unterricht, dass man Motivation weitergibt, dass man positiv bleibt, auch wenn man mal etwas wieder nicht geht an einem Tag oder einen schlechten Tag hat, dann kann ich erklären, ja, das habe ich auch mal gehabt. Und dann muss man halt einfach mal den Tag abhökeln und weitergehen und nicht immer auf dem gleichen Element hängen bleiben, weil es wird an dem Tag nicht mehr besser. Und so Sachen kann ich denen schon weiterhelfen. Und auch wenn mal ein Sprung, ein dreifacher Kammer, und das kommt vor, dass man plötzlich mal einen Sprung schlechter geht einen Monat und nicht kann. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, der Sprung, den man können hat, der kommt immer wieder. Den wird man wieder können. Das weiss ich, da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, super. Eben, also das ist auch so. Und das sehen sie dann. Und wenn es wieder da ist, sage ich, hast du gesehen. Sie haben ja, bevor wir dann noch zeigen, wie du unterrichtest, wirklich ein unglaubliches Vorbild, oder? Du hast gesagt, wir haben das bewundert, wo du gelaufen bist. Wir haben einen kleinen Ausschnitt da von der Dennis, wie sie läuft, einfach um nochmal wieder ein bisschen auf den Geschmack zu kommen.
Und gerade Hühnerhaut über, gell, Tanja? Ja, ich komme also auch gerade Hühnerhaut über. Es ist unglaublich. Art und Weise, auch die Ausstrahlung nach wie vor. Dennis, auf den Punkt bereit sein. Eben, dass du sagst, was geht einem dann da durch den Kopf, wenn man so läuft? Also, oder so eine Pirouette. Denkt man da etwas? Also in dem Moment, wo ich dann an einem Wettkampf war oder eben am Schnelllaufen in der Show auf dem Eis, Dann läuft es wie, also man ist so wie gar nicht mehr 100% dort. Es ist dann wie, wenn man fertig ist, ui, jetzt ist es vorbei. Aber es hat einfach für mich, ich habe einfach alle Gefühle reingelegt. Also das ist für mich das Wichtigste gewesen, dass ich es lebe. Also die Kunst auch, also jetzt nicht nur das Technische, sondern meine Leidenschaft habe ich voll reingetan. Und wenn dann so der Funke zum Publikum übergesprungen ist, das hat man dann auch während der Show gespürt. Mhm. Also, und das trägt einem so durch. Und ja, das sind einfach Emotionen während dem Lauf. Oder wenn auch ein Sprung gut gelingt, ich habe dann einfach gerade gestrahlt oder gelacht. Das ist alles so aus mir rausgekommen. Und ich glaube, das ist das, was dann im Publikum auch bleibt. Oder? Ja. Dass es nicht einfach so ab gelaufen ist wie eine Maschine. Eben, also die Ausstrahlung ist ja bei dir auch so enorm, wo ja wichtig ist. Tanja, gibt es bei dir auch so einen Moment, wo du sagst, jetzt zählt es, jetzt muss ich auf den Punkt bereit sein? Oder ist es mehr eine längerfristige Belastung dann unter Umständen, eben wenn einmal vielleicht etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt? Nein, also so auf den Punkt bereit sein ist jetzt nicht etwas, das dann so eine grosse Rolle spielt, bei mir oder bei uns jetzt im Geschäft. Natürlich, wir müssen immer parat sein, aber damit wir parat sind, haben wir mindestens schon 12 Monate vorher angefangen zu handeln. Also, das ist jetzt gerade auch in dieser Pandemie-Zeit, dann ist das natürlich noch viel extremer geworden. Also, wir bestellen unsere Sachen und planen 12 Monate, bevor wir es im Haus haben. Einfach auch, weil jetzt im Moment die ganze Wertschöpfungskette hat sich ein bisschen Sand im Getriebe, wie wir das alle wissen. Und also von dem her ist das die Voraussicht und die Planung und das Abschätzen hat einen sehr grossen Stellenwert. Also gerade jetzt in der Situation, wo wir jetzt auch gewesen sind, wo die Nachfrage halt doch recht gestiegen ist, weil jeder sich mit seinem Körper und seiner Gesundheit und was kann ich noch beitragen, oder, zu dieser sozusagen Situation, wo wir ja uns, glaube ich, alle ein bisschen fremdgesteuert vorgekommen sind. Und dann ist es so ein bisschen ein Assessment, wie kann ich das einordnen und was kommt echt? Und ich sage einmal, das war wieder ein Kristallkugel-Meeting, wenn man denkt, aber ja. Ich glaube, da hat es natürlich dann auch Erfahrung und es gibt ja auch Daten und so. Man tut dann da schon nicht einfach ins Blaue rausplanen, aber also bei uns ist, bis es da ist, oder auch wenn man ein neues Produkt entwickelt und das auf den Markt kommt, dann ist das normalerweise etwa 3,5 Jahre bei uns in den Köpfen und in der Entwicklung war. Ja, so lang, ja. Ja. Aber auf Gesundheit schauen, Gesundheit ein wichtiges Thema. Das ist natürlich auch bei den Athletinnen und Athleten von der Dennis im Zürcher Eislaufclub Zürich. So, jetzt haben wir es. Danke vielmals. Zürich ist ein Thema. Schon ganz junge Menschen setzen sich natürlich mit der Gesundheit, mit der Leistungsfähigkeit auseinander. Und wir sind beim Training von der Dennis dort hineinschauen. Träume sind immer in Bezug zu Sport haben im Rest von meinem Leben und meine Ziele sind internationale Wettkämpfe zu fahren.
Der Sport gibt mir sehr viel Gelassenheit, Zufriedenheit und vor allem Ausgleich nebst dem Vollzeitstudium. Meine Träume und Ziele im Eiskunstlauf sind möglichst viele Shows fahren, Schweizer Meisterschaft und wenn möglich noch mehr wie die Schweizer Meisterschaft. Weiter zu trainieren, neue Sprünge lernen, an den Schweizer Meisterschaften immer noch besser abschneiden, noch weiter auf den Top 5. Die Ernährung ist mir wichtig, sehr wichtig. Weil wenn ich vor einem Wettkampf nicht das Richtige oder etwas Falsches esse, dann kann ich nicht die Leistung abrufen, die ich sollte. Bei der Ernährung ist mir wichtig, ausgewogen zu essen. Nicht irgendetwas Spezifisches weglassen. Und sich auch Süßes erlauben. Einfach schauen, dass man alle wichtigen Bestandteile zu sich nimmt. Viel Kohlenhydrat und Protein. Für mich sieht eine gesunde Ernährung so aus, dass man genügend Vitamine isst, auf die Ernährung schaut, genügend isst und aber auch das Richtige. Ich achte einfach, dass ich viel Gemüse esse und Früchte. Ja, wunderbar, junge Menschen mit grossen Zielen. Eben die Ernährung ist ein grosses Thema. Redest du mit ihnen da auch darüber, also, dass du sie beratest? Ja, also sicher, dass eben gesund essen natürlich, aber dass vor allem auch an den Wettkämpfen ist wichtig, dass zum Beispiel rechtzeitig essen, dass zum Beispiel 3 Stunden vorher oder zum Beispiel Kohlenhydrate zu sich nehmen und dass dann nicht irgendwie zum Morgen Gipfel essen, sondern Flocken und so Sachen. Und das tue ich sicher weitergeben und dann auch fragen, nachher habt ihr so gegessen und wenn mal etwas nicht so gut war, frage ich auch, wie die Vorbereitung war vom Wettkampf, um herauszufinden, ob dort alles auch gut gelaufen ist. Mhm. Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ist das ein Thema bei euch auch? Dass sie sagen, dass du sagst, schau, passet auf, braucht man das überhaupt? Also, sagst du einem 11-Jährigen schon immer etwas? Nein. Das, nicht, ja. Nein, also gar nicht. Nein, das ist kein Thema. Nein, es ist wirklich die Ernährung, auch das gesunde Leben, also dass man halt nicht ständig vor dem Training noch am Handy ist und dass man genug Schlaf hat, aber nicht jetzt so Zusatz. Vitamine, ja. Ist nicht das Thema. Gehört Tanja natürlich nicht so gerne. Alles gut. Aber sag jetzt noch schnell, eben, ihr habt ja ganz spezifisch, eben, ihr seid in der Tennisszene, wo ihr ausrüsten oder euer Produkt abgeben. Swiss Ski ist ein grosser Kunde, ist gesponsert ihr so. Also wirklich Top-Sportler. Wie macht man dann Vitamine? Wie stellt man denn das her? Wie schafft ihr dann, dass man sagt, jawohl, mit diesen Mikronährstoffen, die ja dann zum Teil auch noch spezifisch auf diese Person her gemacht wird? Also, das ist eine andere Zusammensetzung als du zum Beispiel. Wie macht ihr das? Ja, also, wir sind ja in Rapperswil daheim und wir tun jetzt also dort nicht tonnenweise Orangen auspressen, damit wir dann ein bisschen Vitamin C bekommen. Sondern das sind die Rohstoffe, werden weltweit hergestellt und was unsere Kompetenz ist eigentlich, ist die Zusammensetzung der Produkte. Also welche verschiedenen Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe etc. in Kombination sind sinnvoll für jetzt zum Beispiel einen Sportler. Und da gibt es sehr viele wissenschaftliche Daten auch und wir orientieren uns eigentlich immer an dem orientieren. Also wir wollen wissenschaftlich arbeiten und nicht einfach, das wäre jetzt ein Trend und irgendeine Substanz, die in den Medien so toll ist. Ich habe das vorher erwähnt, bei unserer Produktentwicklung, die schütteln wir nicht so zum Ärmel aus. Und da haben wir unsere klassischen Produkte, die wir eben seit langer Zeit in der Apotheke und Drogerie vertreten sind. Und wir haben jetzt auch ein neues Konzept mit Burgerstein Microcare. Da haben wir eigentlich all die verschiedenen Mikronährstoffe, verschiedene Substanzen in so Granulatform. Und dann kann man eben genau das machen, was du vorher gesagt hast. Man kann dann ganz individuell zusammenstellen, weil jemand, der eine Operation gehabt hat und eine Wundheilung, hat ein anderes Bedürfnis, weder jemand, der für einen Marathon trainiert oder der schwanger ist. Also das ist
Ja, das ist eigentlich ja auch irgendwo logisch, dass man dann nicht unbedingt das Gleiche braucht. Und das, denke ich, ist einfach ganz wichtig, oder? Ist immer beim Supplementieren ist, was habe ich dann für ein Ziel? Was will ich dann erreichen damit, oder? Habe ich einfach das Gefühl, ich muss? Dass so kann man einsteigen, oder will ich wirklich etwas damit erreichen? Und das fängt halt schon, das fängt ganz, ganz jung an. Also das, fängt vielleicht auch bei Kindern an, die jetzt eben nicht, wie die Eiskunstläuferin sagen, ausgewogen und vor allem etwas essen, sondern die vielleicht ja, schon bereit in einer vegetarischen oder veganen Ernährung sind. Denen fehlt einfach ein bisschen etwas. Also kann dann eine Supplementierung auch bei Jüngeren unter Umständen Sinn machen. Mhm. Aber eben, das muss man, das ist uns mega wichtig, dass man anschaut, was will ich damit erreichen und nicht einfach so ein Büsskannenprinzip, jetzt nehme ich einmal etwas. Aber auf was ist die Basis? Blutproben, oder was ist die Basis? Das kommt ein bisschen darauf an. Man kann selbstverständlich im Blut richtige Mängel nachweisen und dann ist es auch nicht so schwierig, wenn ich zu wenig Eisen habe oder Vitamin D, dann ist auch der Lösungsansatz, glaube ich, für alle nachvollziehbar. Was mich dunkt, was fast wichtiger ist, ist eben eigentlich die Anamnese zu machen, also wo dann alle Sachen reinkommen. Da kann die Basis ein Blutbild sein, es kann dann sein, habe ich irgendwelche Beschwerden, habe ich ein Ziel vor Augen, wo ich hin will. Und das müsste eigentlich, das wäre unser Wunsch, dass dann das zusammenfliegt und dass man dann kann sagen, und jetzt macht das und das Produkt für mich Sinn. Und dann in 6 Monaten macht dann vielleicht ein anderes Sinn oder auch einmal ein Kreis. Dennis, du hast gesagt, wenn wir eben bei der Ernährung bleiben, du tust hin und wieder, nimmst du Zusatzprodukte, wie ernährst denn du dich, dass du das alles magst durchstehen, wo du gesagt hast, bei dem Abend tot, das ganze Programm? Also ich esse eben einfach gesund, halt Salat. Also ich esse zwar eigentlich immer ein bisschen das Gleiche. Einfach das, was ich halt gerne habe, aber ich habe halt nicht so viel gerne. Also immer Herdöpfelsalat und ein bisschen so Sachen oder Biechenmüsli. Oder halt eben mal Pasta für Kohlenhydrat. Und sonst nehme ich eben so Vitamin C, Magnesium, so Sachen. Das finde ich noch wichtig. Ja. Ja. Eben, also Top-Leistungen zum Bringen, Akrobatik, Beweglichkeit, du musst wirklich alles bringen, oder? Und unser nächster Gast geht es auch in diese Richtung. Wir haben nämlich eine Luftakrobatin da. Und wir sind jetzt bei der Rubrik Achtung, fertig, Kamera. Bei uns ist eine Artistin von Flying Dance School of Circus Arts von der Janine Eckenberger. Und wir begrüßen ganz herzlich Stefanie Feller. Ich sage Achtung, fertig, Kamera.
Bei mir ist jetzt Janen Eggenberger, Gründerin und Inhaberin von dieser Schule, selber Profi-Artistin in Montreal ausgebildet, bei Cirque du Soleil dabei gewesen, auf der ganzen Welt, in New York, Malaysia unterwegs. Diese Schule, jetzt, wer kann denn zu dir in die Schule kommen? Ja, also wir haben Kurs für Kinder ab Kindergarten bis und mit 18-Jährigen und wir haben auch ein Angebot für Erwachsene, wo man jederzeit kann einsteigen kann und verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ja, jeder Mann und jede Frau ist herzlich willkommen. Also auch noch in meinem höheren Alter, also mit Husalem. Ja, wir haben Stretching-Stunden, wir haben Bootcamp-Stunden, wir haben alles Mögliche. Genau. Wie geht es bei dir weiter? Du bist international jetzt viel unterwegs gewesen. Was sind die nächsten Pläne als Profi-Artistin? Ja, ich durfte gerade im Monti-Varieté spielen, letzten Winter. Das habe ich sehr genossen, das erste Mal seit Längerem wieder in der Schweiz. Und das darf ich noch nicht ganz verraten, wo, aber es wird ganz viel in der Schweiz sein, als Solo sowie auch als Duo-Artistin. Ich habe auch noch einen Partner, den ich noch in der Luft zusammen arbeite. Freuen wir uns darauf, dich dann zu sehen. Ihr kommt noch einen Check über von 1000 Franken. Ich begrüße ganz herzlich den Markus Zehnder, Geschäftsführer von Zehnder Holz und Bau. Herzlich willkommen, Markus. Und vielen Dank. Gut. Alles Gute. Merci vielmals. Ja. Ja, auch die Frage an euch. Wie geht es weiter? Fieberst du eigentlich dann jetzt mit in Peking mit euren Athleten? Bist du dann ja, mit dem Schweizer Fanli vor dem Fernsehen? Nein, aber ohne Fanli, aber vor dem Fernsehen. Nein, natürlich. Wir fiebern da extrem mit. Wir haben auch das ist natürlich auch toll. Das ist wie bei allem, wenn man dann noch ein persönliches Gesicht ein bisschen dazu kennt und sich vielleicht auch schon begegnet ist, dann ist das gerade noch mehr, abgesehen von der Wahnsinnsleistung, die alle bringen, ja, ist es halt dann, es wird dann persönlich und macht dann wirklich Spass. Und da haben wir einen schönen Kontakt zu unseren Athleten und das macht wirklich total Spass. Also natürlich gerade im Winter mit der Swiss Ski zusammenarbeiten, sind wir einmal noch ein bisschen mehr vertreten, in den Sommerspielen, obwohl wir auch extrem viel Sommersport natürlich haben. Ja, ja, also hoffen wir, dass es so weitergeht in Peking. Dennis, noch ganz kurz deine nächsten Projekte. Meine nächsten Projekte sind, also ich habe neben dem Eis noch ein Projekt, natürlich auch nicht nur auf dem Eis weiterhin. Jetzt haben wir gerade die Schweizer Meisterschaft mit der Lille Oswald, die wir auch gesehen haben, das nächste Wochenende. Und das, ja, weitere Ziel auch für mich selber noch auf dem Eis, genau. Wunderbar. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Hat grossen Spass gemacht. Sehr danke. Spannend gewesen. Dennis und Tanja. Ja, und wir sehen uns wieder am 21. März, also eine Woche später als eigentlich ursprünglich oder als normal in dem 4-Wochen-Rhythmus. Und zu Gast ist dann Sandra Bannholzer, CEO von der Rausch AG, also der Kosmetikfirma Rausch. Und aus dem Sport warten wir noch auf die Antwort von einer spannenden Persönlichkeit. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss miteinander. Schön, dass Sie bei Sportaid dabei gewesen sind. Die Sendung ist präsentiert worden von Zehnder Holz und Bau, Optimo Group, Hasler Profi Center und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur.